Hallo Leute. Ja, heute gibt es mal wieder ein neues Cast, weil es euch so gut gefallen hat die letzten Male. Zack, hier ganz viel mit der Tastatur. Nee. Versuche ich heute auch mal ein bisschen nur mit der Maus zu bewegen, weil mir gesagt wurde, das ist manchmal ein bisschen zu hektisch von der Übersicht her. Probieren wir einmal aus. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Das ist halt vom normalen Gameplay so drin. Da es euch die letzten Male immer sehr gut gefallen hat, habe ich heute wieder ein Sky's the Limit Game rausgesucht. Und das ist gegen Xuman. Wer ihn kennt. Level 16. War auch mit US, glaube ich, schon mal Level 19. Und natürlich Sky's the Limit. Level 20 mal mit PE gewesen oder ist aktuell, kann ich nicht sagen. Wir haben heute Fracked Train. Wer die Karte kennt, zentrale Fuel-Bereiche, also man hat hier relativ hoch die Ammo-Verteilung, ne? Wobei man den Bereich nicht unterschätzen sollte, weil der bringt auch sehr viel Fuel, ne? Ich halte die Map für in dem Falle vorteilhafter für PE. Weil hier im Bereich der Züge hier vorne kann man sehr gut G43 Camping betreiben. Was es dem USler, der hier teilweise nur über Yellow oder Red Cover laufen muss, sehr schwer macht, ne? Gegen G43 in grüner Deckung. Wie gesagt, an sich ist das ein Top-Spiel. Ich habe es mir vorher noch nicht angeguckt, ich habe es mir gerade von Game Replays gezogen und ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, von Sky's the Limit kommt hier GLHF. Geht hier erstmal auf den Ammo. Das heißt, vermutlich werden wir hier keine Fasten-ACs sehen, sonst würde er natürlich erst auf den Fuel gehen. Zwei Panzergrenadier-Einheiten Standard. Hier haben wir nichts Besonderes, zwei Pioniere und Baracken. Vermutlich wird ein Jeep kommen oder ein Rifle. Wird es wahrscheinlich eine Rifle? Ja, eine Rifle. Jetzt sieht man natürlich hier schon, der PEler schon relativ capstark, konnte schon durch das Gratensektor. Man hat als PEler natürlich hier keine Möglichkeit, Emplacements zu bauen oder ähnliches. Ja, so early wie der USler, was er aber ja auch nicht braucht, weil seine Hauptkampfkrafteinheit sind die Panzergrenadiere. Man sieht hier schon G43 Upgrade, genau das, was ich meinte, in der Deckung extrem stark gegen hier rot oder gelbe Deckung überall. Kann natürlich hier direkt mit dieser ersten Einheit schon ganz viel stören. Da, smarter Move, direkt die VP cappen, alle anderen Sektoren dauern zu lange. Ist nämlich die langsamste Einheit, was Cap angeht, die Panzergrenadier-Einheit. Hier kommt die nächste. Von Sky kommt hier ein zweites Grad. Vermutlich, um die rechte Seite schneller cappen zu können. Man sieht ja hier, der ja den Sektor benötigt er, ne, dass er hier Connection hat, weil er schon davon wahrscheinlich ausgeht, dass der erste Kampf hier um diesen Ammo-Sektor stattfinden wird. Ne? Hier ganz smart gespottet und schon extremes Damage genommen. Panzergrenadier-Einheiten haben grundsätzlich Elite-Status, ja, was das heißt, da kann man sich mal das Wehrmachts-Ranksystem angucken zum Thema Elite-Status. Das macht die Einheiten verwundbarer an sich, ja, die PE-Einheiten, aber dafür machen die mehr Damage. Hier sieht man sehr schöner Jeep. Wird natürlich jetzt schwer für Sky hier irgendwas zu reißen, weil er wird hier vom Jeep gepusht. Es war ganz klar, hier gute Entscheidung zu retreaten. PE im Early ist immer schwierig, das Damage plus jeder Kill kostet 45 Manpower, ne? An sich alles hier relativ entspannt noch. Die Maps sehen gut aus von den Ressourcen für Sky. Gucken wir mal bei Xumen. Bisschen weniger Fuel, er hat aber hier die Ecke, die zwar noch nicht connected ist, aber er hat sie. An sich vorteilhaft aktuell für Sky, er hält ihn hier ab, die Fuels zu cappen.
Hier ist aktuell auch noch nichts zum Cappen. Hier wird wieder schönes Jeep Micro. Schön am Pushen. Ein Jeep kann sehr effektiv sein, selbst ohne Support. Die P-Einheit nimmt sehr schnell Damage. Gerade wenn der Jeep nah ist. Worauf man halt aufpassen muss, ne? Dass der Jeep nicht extrem viel Damage nimmt. Jetzt sieht man, er fokussiert ihn. Jetzt muss man aufpassen und er ist weg. Das war ein absoluter Fehler, mit diesem Jeep hier in Kampf zu gehen, wenn der schon unter Half-Life ist. Jetzt zusätzlich verliert er jetzt noch Männchen, muss retreaten. Das heißt, er hat die Offensive verloren mit dem Jeep. Hat hier an sich nichts in den Deckungen stehen. Das heißt, der PEler konzentriert sich jetzt mit mittlerweile seinen 4 Einheiten, die er hat, einfach darauf, diese Deckung abzukämpfen. Und der Whistler wird da weiterhin reinrennen. Jeep sehr effektiv, man darf ihn aber halt nicht verlieren. Hier wird der Flamer gefokust, ganz klar. Der macht nämlich am meisten Damage auf den PE-Einheiten. Aber an sich, ja, er macht Damage. Aber was soll man machen? Das könnte noch einen Fuck auf den Retreat geben. Oh, ganz glücklich, dass er da rausgekommen ist. Hier sieht man auf jeden Fall, da die PE-Einheiten durch dieses erhöhte Damage, was sie machen, fressen die diese Einheiten halt weg, ne? Hier kommt eine Half-Life-Einheit an, die werden jetzt von dem PE-Kranz einfach weggesnackt. Sieht man ja, ne? 2 Kills, 6 Kills, hier kommt eine dritte dazu. Wir haben jetzt 5 Einheiten aktuell. Selbst diese Einheit hier, ne? Schön suppressed, gut gemacht von Sky. Kann er nicht in die Deckung laufen, weil die Rifles auf Close Range sehr effektiv sind. Hier, es wird halt einfach manpower-technisch komplett am Arsch. 3 Engineers. Er wird jetzt vermutlich, denke ich mal, auf Flamer gehen, weil die Flamer sehr effektiv gegen Panzergrenadier-Einheiten sind. Hier Sky richtig gemacht, retreatet die, ne? Wechselt hier eine Einheit, baut jetzt das T2. Ich gehe mal davon aus, er wird auf den Mörser gehen. Sieht man es auch wieder, ne? Direkt den Flamer gefokust. Zack, Flamer wahrscheinlich weg. Ja. Hier ein Wett-1 Upgrade Offensiv. Also ich gehe mal davon aus, er wird auf G43 Spam gehen, würde ich jetzt sagen. Er hat schon 2, ja. Hier, das ist jetzt, wissen wir nicht, was das sollte. Aber der Uessler, der verheizt hier einfach nur seine Manpower. Das ist total sinnlos. Flamer verloren. Die Rifles alle tot. Kein Heal, nichts ressourcenmäßig. Kacke. Sky kann hier wahrscheinlich jetzt einen Mörser bauen oder was baut er? Er könnte auch auf eine AC gehen. Aber wird er vermutlich machen, weil er hat ja hier die absolute Fuel Control. Er weiß, wir können ja mal kurz rüber gucken. Jetzt kommt da noch ein Heal. Ja, 60. Also um M8 muss er sich keine Sorgen erstmal machen. Da kann man die ganz normale Strategie spielen, ja. Auf ein AC dann zu gehen. Dann T4 für ein AT-AT hochziehen. Das ist absolut kein Problem. Jetzt der absolute Vorteil für den PEler, Heal. Ja. Einheiten immer schön frisch auf dem Schlachtfeld. Ja. Die natürlich, man sieht es ja hier. Dieses Damage allein. Guckt es euch an. Das geht so weiter. Ja. Durch diese grünen Deckung hier überall ist die Karte sehr vorteilhaft für Panzerelite Infanterie-Spam quasi. Die 2 Gräder, alles, keins davon wurde verloren, ne? Man sieht es hier auch. Also die Panzergrenadier-Einheiten, die machen sehr viel Health-Damage, ja. Deswegen ist gegen PE ein fastes Heal oftmals sehr entscheidend. Gerade in dem Fall, wenn der PEler noch keinen Heal hat. Oh, wir haben ja auch kein G43 Spam. Wir haben hier ein STG 44 Upgrade. Hier ist nichts im Bau. Sky spielt hier einfach Infanterie. Das ist in der Situation okay. Er hat hier die absolute Map Control. Muss man halt denken. Er spielt hier gegen jemand, der eigentlich extrem high ranked ist, ja, und der eigentlich auch weiß, wie man spielen muss, ne? Aber ich würde es auch ein bisschen der Tatsache geschuldet haben, diesen Jeep hier so early zu verlieren.
Wäre dieser Jeep nicht early down gegangen, hätte Sky ein großes Problem gehabt. Gerade wenn dann eventuell das Heal später kommt beim PEler und dann eventuell noch Bars kommen. Sehr schwierig, wenn du einen Jeep hast, der hier rauspushen kann. Wir haben hier auf jeden Fall ein Nachschublager. Gucken wir mal. Trotz des wenigen Fuels möchte er auf den T3 gehen. Grundsätzlich ist es nicht schlimm, er kann in T3 gehen. Ja, in 4 Fuel, kann aber kein M8 spielen. Sky denkt natürlich hier mit. Da kommt ein smarter Upgrade sogar schon. Okay. Auch wenn hier jetzt quasi das T4 gebaut wird, vermutlich für ein AT-AT. Hier sieht man Sky einmal kurz hier gespottet. Sieht jetzt den Tech, weiß alles klar. Theoretisch könnte er einen Marder bauen. Hier dicker Fight. Wie gesagt, die Einheiten hier schwierig. Jetzt wird hier wahrscheinlich gepusht. Das ist jetzt hier ein Fehler von Sky. Die Einheit verliert er. Ja. Da war er wahrscheinlich gerade woanders beschäftigt. Hier kommt das Upgrade. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht er? Geht er direkt auf die Panthers oder baut er? Ja, er geht direkt instant auf die Panthers. Mit dem Fuel Income gerechtfertigt kann man machen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob er das 35 Upgrade schon gemacht hat. Gucken wir mal, haben wir hier schon irgendwas gespottet, was für eine Doktrin er hat? Nein. Er hat noch keine Doktrin ausgewählt. Das heißt, er könnte im Notfall immer noch auf Tankdock gehen, könnte eine Tellermine legen, um den M8 hier abzuwehren, ja. Er hat jetzt genug. Er kann dann auch das Panzerschreck-Upgrade direkt machen. Dann noch das HQ-Upgrade, was bis dahin wahrscheinlich dann auch vom Fuel her passt schon. Und dann muss er eigentlich nur seine tausende Arbeitskraft sparen für den Panther. Ja, das wurde schon gemacht. Das heißt, er braucht jetzt noch 700 Arbeitskraft, dann kann er schon den Panther-Kampftrupp holen. Hier werden jetzt Rangers geholt. Einfache AT, ja, gegen ACs, okay. Würde ich jetzt in dem Fall nicht holen. Es wäre vermutlich besser gewesen, eine Pack zu gehen. Also ich denke, in der Situation, wenn er eh schon wenig Fuel hat, wäre wahrscheinlich zum Beispiel Airborne Dock gut gewesen mit dem Pack-Drop und dafür aber dann auf der Infanterie-Bars. Die Ranger natürlich hier extrem stark, sieht man mit Thompson, die rasieren das einfach weg, ne? Problem ist, wenn die zwei Bazookas haben und verlieren dann Männchen, ne? Also hier Einheiten, dann verlieren die natürlich Thompsons. Dadurch geht die Kampfkraft dann runter, aber mit sechs Mann auf Thompson sind die schon stark. Da haben die vier Thompson, das ist quasi ja wie ein Four-Man-Squad STGs, ne? Schon sehr stark. Auch gegen Ritterkreuzträger sehr stark. Hier sieht man schön, ne? Der Income ist. Also das T3 ist in dem Fall komplett nutzlos gewesen. Bringt's nicht. Sky hier gut dabei, ne? Wir haben hier immer noch kein Upgrade. Hier kommen nochmal die Rangers an. Ich denke, es wird hier einfach nur dieses typische. Einfach noch drin bleiben, das Spiel rauszögern sein, anstatt einfach zu quitten, wenn man weiß, es ist vorbei. Krasses Comeback kann hier halt sehr selten kommen, außer er throwt jetzt die Panthers komplett weg. Geht dann eventuell noch auf den Bar, um Druck aufbauen zu können, aber der Punkt ist halt, selbst wenn er beide Panthers verliert, er muss halt nur warten, kann irgendwann wieder welche holen. Er hat Fuel, er hat Munition. Die Manpower ist auch gerade am fließen. Straßensperren, das heißt, wir haben verbrannte Erde-Doktrin. Kann man hier auch sehen. Ja, am den Sprengladungen hier hinten. Es werden hier natürlich Booby-Traps überall draufgelegt. Sehr schön. Verbrannte Erde-Taktik heißt, er geht
runter auf die Hummelseite. Das heißt, er braucht noch 3 Punkte und kann eine Hummel holen. Ja. Bam. Extrem stark die STGs, gerade in der Bewegung. Hier auch die Rangers. Ja, die Rangers kann er eventuell auch verlieren. Ja, da war es gleich zu spät, er hätte früher umdrehen müssen. Noch mehr Rangers. Hier die Sprengfalle wurde gesehen. Ist ausgewichen. Die normalen Gradsprengfallen, ne? Jetzt kommen die Panther. Hier auch wieder. Sieht ja, die Infanterie wird hier einfach gegessen, ne? Gut entschieden. Der Flamer hätte natürlich einen Crit Kill hier machen können. Hätte ihm die ganze Einheit wipen können. Pandas in dem Falle denke ich einfach gecallt, weil man es kann, ja, weil an sich wirklich brauchbar sind die in der Situation nicht. Die treffen gute Infanterie, aber wieso? Da wären Wirbelwind besser gewesen oder ACs besser gewesen. Können ja mal kurz rüber switchen. Hier kommt jetzt eine Pack, ganz klar wegen den Panthern. Was haben wir hier noch? Zwei Rifles, zwei Rangers, zwei. Also er hat eine Rifle verloren schon wieder. Er hat eine Pio verloren vorhin. Ja. Hier Mine aufgedeckt. Wird er vermutlich fokussen. Pandas gehen hier natürlich drauf. Beide geschossen, beide getroffen, ne? Kann man nichts gegen machen. Hat im Moment nichts Effektives, außer die Ranger, die aber nur bei Heckpanzerung wirklich wirken. Man sieht ja hier einen Bazooka Impact, wie viel der bringt. Die Pack natürlich jetzt am Start, was schon mal gut ist. Aber auch das wird die nicht mehr retten, weil die VPs sind auch am Ticken, ne? Das mit dem Haus jetzt an sich ein guter Move, ja. Weil da kann er ihn nicht überfahren, aber man sieht ja, er hat schon eine Bazooka getroppt. Der Squad. Ja, hier sieht man, die Bazookas in die Heckpanzerung sehr, sehr gut, ne? Ah, die Pack natürlich das, was relativ oft passiert bei der US-Pack, schießt nebendran, ne? Ah, hier zieht ihn zurück. Bringt nix. Boah. Schon die Frontpanzerung. Hier kommt natürlich jetzt die Armada an. Sein Rest. Mal kurz zu Sky, was er hat. 4 Einheiten, 2 Panda, 2 Kräder noch. Die Ressourcen fließen. Kommen hier irgendwelche Upgrades? Nein. Einen noch für Hummel. Oh, die Panda aber hier schon gut am Damage nehmen, ja. Hier natürlich von hinten reingelaufen, um die Pack natürlich hier zu damagen, zu entmannen. Was will er auch groß dagegen machen, ne? Hier muss er jetzt aufpassen. Ein Schuss noch vom Panda und die ist weg. Ja, da ist passiert. Eine Ranger-Einheit weg. Jetzt gucken wir mal, geht der Advanced Repairs? Nein. Hat aber auch nur noch einen halben Punkt, eine Hummel. Xuman ist schon raus. Hätte er auch schon vor 5 Minuten machen können. Ja. An sich finde ich, das war ein sehr souveränes Game. Analysieren wir mal kurz hier, weil wir da Nebel des Kriegs und alles nutzen können noch. So. Ja. Was haben wir gesehen? Wir haben ganz klassisches 5 Panzergrenadier-Gameplay gesehen. Die meisten Upgrades erstmal auf G43, weil er vermutlich gedacht hat, genau das, was wir am Anfang gesagt haben, hier Green Cover Camping betreiben. Ja. Hat gut funktioniert. Er hat ihn gut zurückgepusht. Der Jeep Loss für mich war wirklich der größte Fehler. Der Jeep Loss hier. Hätte er den Jeep nicht verloren, hätte das Game wirklich anders ausgehen können. Der USLA kann gegen PE sehr stark werden, wenn er Ressourcen hat.
Was Guy natürlich auch mit den zwei Kriegern begünstigt hat, ihm versucht, die Ressourcen schnell wegzunehmen. Hätte der Jeep natürlich auch überlebt, hätte man den Kettenkrädern nachfahren können, handeln können und und. Ja. Gerade wenn die Kettenkräder down sind und er kaum welche nachbaut, kann man natürlich auch mit Minen wieder gut gegen PE agieren. Zusätzlich dann halt ein AC, was über eine Mine fahren würde. Ne? T3 an sich ein guter Pick gegen PE. In der Situation hätte ich es tatsächlich nicht gespielt, weil die Bars wahrscheinlich besser gewesen wären. Nachdem natürlich hier dieses Upgrade kam für das Heal, wären die Bars natürlich nicht mehr so stark gewesen. Hätte er aber Early Bars bekommen, bevor das Heal war, wie er hier getecht hat, hätte das natürlich seine Einheiten gut zurückwerfen können. Ja. Ansonsten die Bars auch, wenn man in die Deckung rennt, na, können die sehr stark sein, auch auf Close Range. Na. Deswegen, die Einheiten sind immer sehr stark auf Close Range, PE-Einheiten auf Long Range. Sky hat es gut gemacht, Deckung ausgenutzt. Aber ich denke, die Entscheidung Panther zu gehen war nicht irgendein taktischer Hintergrund. Ich gehe mal davon aus, das war einfach so. Ich sag mal zum Troll, ja. Genau wie der Erde-Pick am Ende. Ja, an sich ein schönes Game. High Level, eigentlich High Levels, ja. Aber, ja, was soll man dazu sagen? Sehr dominiert von Sky. Gut gespielt wie immer. Gute Idee. Hätte er vermutlich einen Mercer-Tech gemacht, wäre der Whistler hier in die Deckung rein, ne? Sobald auf der Map aber hier mal Bars da sind und Packs vom Whistler, wird die Karte sehr schwer. Weil man hier gerade mit PE, die ja eine eher fahrzeuggebundene Fraktion ist, nicht viele Möglichkeiten hat zu fahren. Wobei da dann der Tech auf die Hummel auch wieder gut gewesen wäre, um die Packs zu countern. Man kann hier natürlich auch schön Mörser nutzen, die man hier hinter Häuser parkt oder Deckung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat jetzt auch besser geklappt, nicht mehr mit diesem wilden Hin und Her von der Tastatur, sondern einfach mit der Maus, ne? Guck mal hier mal noch. Vielleicht können wir da einen schönen Screenshot oder so machen hier. Zack. Da ist Hans. Hans ist am Start. Zack. Bis dann.